Erstmal an, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, Replay Challenge, Kalender Woche 13 läuft. Und wir sind unterwegs mit Captain Price 277 vom Clan KGF in der IS-4. Welch seltenes Fahrzeug auf meinem kleinen Kanal. Ein schwerer Panzer der Stufe 10, der Russen natürlich, IS Josef Stalin. 122 mm drauf mit 440 Schaden bei 258 Durchschlag, Standard. Auf Premium 340 Durchschlag bei 440 Schaden. Und mit HE gibt es 530er Schellen bei 68 Durchschlag. Im Gegensatz zur IS-7 haben wir hier ein bisschen mehr Panzerung, ein bisschen weniger Mobilität. Und die Kanone bin ich nicht so im Bilde, aber ich glaube, das Gun Handling ist ein klein wenig besser. Noch dazu haben wir 258 Durchschlag. Das dürfte, glaube ich, ein bisschen mehr sein als bei der beim anderen Zehner, beim schweren Zehner, beim IS-7 dürfte es, glaube ich, 250 Durchschlag sein. Ich kann mich jetzt natürlich auch irren. Die Profis unter euch bitte einmal Bescheid sagen. Ansonsten haben wir 100 HP mehr als die IS-4, als die IS-7. Ist halt immer die Frage, ob man das unbedingt braucht. Viele mögen die nicht, weil die Mobilität, sagen wir mal, sehr britisch ist. Okay. Na, sehr schön. Unser Standard-B gibt jetzt hier sein Abschiedsdebüt. Ja, der kommt und geht direkt. Wunderbar. Also, wir sind auf Redshire gelandet. In einem 10er-Gefecht mit 9 Unterstützung. Das ist so das, was man als normal bezeichnen sollte oder normal bezeichnen kann. Und wir werden mal sehen, wie sich hier der liebe Captain Price schlägt. Der Panzer ist in der Tat recht selten zu finden. Und da drüben haben wir einen T-57 Heavy. Jawohl, mit Premium-Munition kommen wir dem locker durch den Turm. Sollte man immer genügend dabei haben, wenn man reine 10er-Gefechte kommt oder 10er und 9er. Dann wird es schwer, andere Panzer durchschlagen mit 258 Durchschlag. Ne, da musst du ein bisschen genauer zielen. Schau an, was haben wir denn hier? Ein AMX 50 120. Kriegt direkt einen eingeschenkt. Anwinkeln. Ja, es bleibt einiges in der Kette hängen, aber nicht alles. Wir müssen ordentlich einstecken. Treffen, Kette ziehen. Holla die Waldfee. Hier geht's ordentlich zur Sache. Hast bereits das meiste eingebüßt. 90% deiner HP sind gleich mal weg. Das wird noch richtig böse ändern. Hier wirst du aufgefordert, zurückzufahren. Der Gegner mit deutlich mehr schweren Panzern hier dabei. Wunderbar. Direkt über den Turm der IS-7 aufs Mäuschen. Und natürlich durchschlagen. Mit Premium immer, ich sag nicht einfach, aber nicht ganz so schwer. Wenig Support von hinten. Unser Mäuschen unter 50 TP und der T-57 Heavy. Noch weit weg vom Geschehen. Weiß nicht, ob die im Nahkampf hier einschalten können. Wunderbar. AMX 50-120 deutlich zu offensiv. Ein zweite Reihe Panzer, der aus der ersten Reihe gespielt wird. Unsere IS-7 ebenfalls nur noch mit einem kleinen Vorsprung, nämlich 98 an HP. Das heißt, wir müssen uns von der Arti fernhalten, von allem, was irgendwie HE schießt. Also auch von diesem fetten Japaner da, der noch mit 2700 HP dabei ist. Kommen wir durch? Ne, ne, da preist er ab. Da preist er ab. Da hast du keine Chance. Auch wenn es Spaß macht. Arti schlägt ein. Arti stellt auf 0. Leider doch noch angewinkelt. Vorsicht, japanischer Stahl. Nimmt die IS-7 raus. Und wir nehmen dafür das Objekt 277 raus. Wir haben noch 6x Premium-Munition, 10x Standard und 3x HE. Zum Glück haben wir hier die ein oder andere Arti, die eingeimpft ist. Ansonsten würden wir sofort weggerusht werden. Aber selbst der Japaner, der noch fast Full Life ist, hat da einen gehörigen Respekt vor 1, 2, 3 Artilleries aus unserem Hause. Obwohl das alles 9er sind. Hat geschossen. Hätte ich versucht, durch die Kette anzuhalten, die Kiste. Wir sind bei 3423 Schaden, 1600 geblockt und 1033
Schaden aufgeklärt. Ja, riskiert das ob, der T-57 Heavy zu viel? Wir sind der Arty ausgewichen, sehr schön. Mäuschen hat geschossen. Und damit dann auch den Tod verdient. Wunderbar, sehr schön. Also wir halten hier mit 207 HP unsere Seite ganz hervorragend. Das ist unser Mäuschen tatsächlich bis zum hier bei uns eingetroffen. Dauert immer ein bisschen länger. Artillerie gibt uns 203, das heißt, wir haben noch 4 HP übrig. Das heißt, das Ding wird nur von 4 Schrauben und ein bisschen Panzertape zusammengehalten. Damit war es das dann. Artillerie nimmt uns raus mit 4255 Schaden, die wir ausgeteilt haben, 1600 geblockt und 1033 aufgeklärt. Ich hoffe, dass der liebe Captain Price da auf die Idee gekommen ist, an irgendeinen Panzer sich anzuhängen. Dass wir zumindest bei jemandem mitfahren können. Ich habe da nämlich keinen Einfluss drauf. Ja, das sieht gut aus. Jetzt hängen wir hinten bei der Artillerie rum. Schön, dass wir die mal sehen, aber wir sehen leider nicht, wo die hinschießen. Würde ich auch lieber mit dem 50 TP mitfahren. Der hat hier mehr oder weniger eine Aufklärungsmission, denn die beiden... Okay. Emil 2, keine Lust mehr. Denn die drei Artilleries möchten gerne noch ein bisschen Schaden anrichten. Es sieht immer so unförmig aus, die Kiste. Der Turm passt so irgendwie überhaupt nicht zum Fahrzeug. Das ist echt ein mysteriöses Gerät. M53 nimmt unser T49 raus im Nahkampf. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt war's das. Die nächste Artillerie, jawohl, nimmt auch die gegnerische Artie raus. US-Amerikaner zerstört US-Amerikaner. Good job als Nachricht von Captain Price. Wir schauen uns an, was die Auswertung dazu sagt. Fettes Victory gibt es natürlich. Auf der rechten Seite keine einzige Medaille. Wir sind leider gestorben, aber First Class gibt es und die zweite Gunmark. Einen Spotter haben wir bekommen und einen Fire Effects. Sehr schön. Insgesamt 1025 Basis-XP. Wenn es überlebt hätte, denke ich trotzdem nicht, dass da ein M drin gewesen wäre. Wäre knapp gewesen, aber ich glaube, das hättest du nicht bekommen. Ist aber nicht so schlimm. Wir nehmen 108.000 Silber ein. 72.000 gehen für Munition drauf. In einem 10er Gefecht völlig normal, dass wir so viel Premium schießen müssen. Am Ende bleiben 3.425 netto auf dem Konto. Es ist jetzt nicht besonders viel, aber auf Stufe 10 wird nur mit einem Panzer so richtig Geld verdient. Und das ist der Leid. Muss man einfach mal so sehen. 14 Schüsse abgefeuert, 13 getroffen, 10 durchschlagen. Wir haben keinen Schaden über 300 Meter gemacht. Ist auch nicht schlimm, ist nicht der richtige Panzer dafür. Wir sind etwas mehr als 1 Kilometer gefahren. Ist auch normal, ist halt ein schwerer Panzer. Und wir haben das weniger als 6,5 Minuten abgefrühstückt. Sehr fein. Sehr geile Runde. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst wie immer Bescheid. Draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.